Freunde der Sonne, einen geistreichen guten Tag wünsche ich euch. Mein Name ist Umlautmann, aber ohne Umlaut, und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Part in Luigi's Mansion 2 hier auf dem Zweitkanal. Wir befinden uns immer noch in der Gruselvilla. Allerdings haben wir jetzt im heutigen Part die letzte Mission vor uns, und zwar Operation Gänsehaut. Ich habe keine Ahnung, was genau wir dort machen müssen. Lassen wir uns mal überraschen. Hör mal zu, Luigi. In der Gruselvilla spukt's wieder, und nicht zu knapp. Gerade empfing das Paraskop neue paranormale Signale. Unerhofft kommt eben oft. Ich habe keine Vorstellung, woher die Geister diesmal kommen. Eines ist sicher, Kaffeekränzchen werden sie dort keine halten. Wir sollten sie dingfest machen. Ich telefoxele dich zurück zur Gruselvilla und gebe dir dort weitere Instruktionen. Einverstanden? Spitze, dann rück deine Kappe zurecht, mein Lieber. Oh, sorry für den Windows-Sound. Jetzt geht's los. Da freut man sich doch auf diese Mission, nicht wahr? Freunde, wir haben es 20 vor 9. Und ich habe heute Abend noch ein oder zwei Sachen zu tun. So ein bisschen zumindest. Ich muss die ganzen Zweikanal-Videos noch einstellen. Gestern kam leider kein Video, aber ist ja, glaube ich, nicht so schlimm. Passiert hin und wieder mal. Ab morgen geht's für mich los, beziehungsweise heute, wo ihr das Video seht. Am Wochenende ist Uitopia. Und dementsprechend mache ich mich mit Stigi schon Donnerstag los. Fange alle Geister so schnell du kannst. Und woher weiß ich, wie viele Geister hier sind? Vor allem, wo weiß ich, wo ich nachgucken soll? Muss ich die jetzt einfach random fangen? Das ist quasi wie so eine Art Speedrun, die wir jetzt haben, richtig? Also ich sehe draußen schon mal irgendwie eine Art Geist. Okay, den Raum haben wir schon mal abgecheckt, da war nichts drin. Also soll ich jetzt überall nachgucken? Ich weiß es halt nicht, ja. Die Erfahrung werden wir wahrscheinlich jetzt machen, oder? So, ja egal. Speedrun any person. Also, alle Räume am Anfang sind schon mal komplett Müll. Wir hätten direkt nach vorne rennen können. Ja, ja, egal. Wie gesagt, die Erfahrung kann man auf jeden Fall mal machen. Und wir haben ja schon die ein oder andere Geistererfahrung gesammelt. Und von daher sollte das doch einigermaßen schnell gehen, oder? Ist hier vielleicht irgendwo ein Geist? Hello? Ich weiß ja nicht, ob ich vielleicht auch mal eine Dunkellampe nutzen sollte. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube schon fast nicht, oder? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Hey, die ersten Geister. Grüß euch. Hey. Broski. So haben wir jetzt nicht gewettet. Oh Mann, oh. Okay, daneben dich in der Ecke. Die auf Anhieb zu bekommen, ist... gar nicht mal so einfach in der einen oder anderen Situation. So, gib mir diesen lächerlichen Goldbarren, Bro. Bevor ich jetzt diesen Testo-Geist erledige, bist du erledigt, du Drecksack. Junge, bist du am Nerven? So, ja, komm ruhig her, kein Problem, Mann. So, slide rein in meinen riesigen Staubsauger. Okay, den Raum haben wir clean, einigermaßen vermutlich. Heiliges Dudelholz, neues Signal, diesmal aus zwei Räumen zugleich. Woo. Ich habe hier oben was gesehen, kommt hier irgendwas raus? Ah, Para. Sheesh. Nehmen wir mal mit. Ei, guck mal, hier vorne, ist das hier vorne? Und unten links. Achso, es wird auf der Karte markiert, wo die sind. Ja, das ist cool. Nett, würde ich sogar sagen, nicht wahr? So, du gehst einmal weg mit deiner Sonnenbrille, die nervt ein bisschen. Ey, ich hätte dich gerne beide erledigt auf einmal, schade. Das wäre auch krass gewesen. Fürs Achievement. Rein in den Goldbarren. Hast du eine neue Sonnenbrille? Robux. Also, keine Ahnung, arbeiten die bei Ray-Ban oder woher kriegt man so schnell immer eine Sonnenbrille? Ist der Raum clean? Yes, sir. Ja, wir hätten das, glaube ich, viel schneller machen können. Wir haben sehr viel Zeit verplempern am Anfang. Ja, das nächste Mal weiß ich zumindest, dass es schon mal auf der Karte grob markiert wird, wo wir hin müssen, nicht wahr? Aber guck mal, jetzt ist die Markierung weg. Ich sehe kein Ausrufezeichen mehr unten links, aber hier waren Geister. Geister, 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 weiß Bro. Hallo? Es knarrt. Echt jetzt? Kein Geist? Ich könnte schwören, da unten war... Oder... Oh nein, das war oben gemeint. Oh nein, im oberen Stockwerk. Ich dummer Gimpelkopf. Und ich slide nach unten. Bin ich dämlich. Warte, oben links war ja eine Tür, richtig? Oben ist ja auch ein Stockwerk. So, wir sind... Oh, ja, ärgerliche Momente.
Gut, falls das erste Mal, das gehört ja eh nicht zu den 100%, die ja sehr wichtig sind. Ne, wir haben die ja hier in der Gruselvilla geholt, das muss man sagen. Da wollte ich nur mal so anmerken an der Stelle. So, und ich nehme auch noch mal mit. Und dein Kumpel. Aui! Komm mal gleichzeitig zu mir. Schade. So, du kommst auch noch mal zu mir. War's das schon? Hey, die sind alle zu mir gekommen. Geil. Aha. Okay, Gas, geht noch weiter. Schau auf die Karte. Ja, ich sehe schon. Die paranormalen Signale. Schon wieder da vorne? Dort waren wir doch bereits. Mysteriös, was hier passiert. Ah nein, die Tür ist doch... Gut, dass ich mich in der Gruselwuselvilla so gut auskenne. Freunde, es ist der geborene Geisterjäger. Dummlockmann. Man kennt ihn. Hi. Ich war hier doch gerade schon. Was soll denn der Müll? Ärgerlich? Warte mal. Zwei auf einmal. Yes, Sir. Das war erfolgreich. Woo. Give me the heart. Wo geht's jetzt weiter? Haben wir's? Safe noch nicht. In diesem Geister-Speedrun. Igitt, wo geht's weiter? Wo soll ich nachgucken, Bro? Hey, unten in den beiden Räumen. Okay. Ein Glück ist Luigi ziemlich fast and furious. Luigi ist ja einen Ticken größer als Mario, längere Beine. Das sollte er nutzen für diesen Speedrun. Wo seid ihr jetzt aufgetaucht, Mann? Why? Zwei auf einmal! Woo! Zwei Goldbarren. Okay, wieder. Es wäre geil, wenn beide auf mich zukommen würden. Schade. Schade. Nicht, dass der Grüne jetzt noch irgendwie aufkreuzt. Ah, immer aufpassen. Oh, meine Batterieleistung lässt sogar nach. Auf. Ein Saugi. War es das mit dem Room? Yes, Sir. Also direkt in den Nachbarraum. Das ist ein sehr, sehr cooler Modus. Ich frage mich gerade nur, wie lang wird dieser Modus gehen? Hi. Du hast safe noch Kumpel Leben hier, oder? Oder doch nicht? Okay. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du hier alleine bist. Safe werden hier noch andere Dinge. Aha, andere Geister getriggert. Ich wusste es. Schade, dass wir den Blauen nicht erwischt haben rechtzeitig. Ey, hör auf zu werfen! Das sind so nervige Zeitgenossen, Mann. So nervige Zeitgenossen. Man kann aber das zweifache anwenden. Ha! So, Freunde, ich bin der geborene Kammerjäger und mir fällt gerade erst auf, dass die Facecam falsch abgenutzt ist. Tut mir leid. Ich stelle die ja immer um für die anderen Let's Plays. Moment. So, transformieren. Horizontal. Ey, so. Freunde, so, pardon. Sorry für die Umstellung an der Stelle. Feierabend, Luigi. Du warst zwar nicht der Schnellste, aber du hast alle gefangen. Sehr schön. Ich musste ja auch erst checken, wie dieses Spiel funktioniert, lieber Igitt. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Geh doch selber rein und mach das schnell. Hund. So, nicht der Schnellste. Was heißt nicht der Schnellste? So ein Zweierrang. Voll in Ordnung. Da können wir aber auch easy einen Dreierrang raushascheln. Glaube ich zumindest. Boah, ich habe so einen richtig unangenehmen Mückenstich. Ich weiß nicht warum. Ich habe heute Nacht einmal mit offenem Fenster geschlafen und direkt werde ich bestraft, weil ich mit offenem Fenster geschlafen habe. Sehr ärgerlich. Aber machst du nix. So. Da haben wir's. Gruselvilla. Check. Weiter geht's zu den Efeu-Türmen. Willkommen zurück, Luigi. Die Geisterinversion war größer, als ich angenommen hatte. Ja, das stimmt schon. Aber wir haben noch gar keine neuen Geister gesammelt, oder? Ja, okay, neues Geistergewicht. Ah, deshalb. Gut, Road to 7000 Münzen. Yippie. Ja, du hast dir das Fürchten gelernt, mein Wertes. Jetzt wissen sie Bescheid. Aber nur nicht arrogant werden, Uhumu kommt vor dem Fall. Verstanden, also ich habe ja keine Ahnung, was diese Geisteransturmenden ausgelöst haben könnte. Paranormale Phänomene entziehen sich mitunter der fachlichen Analyse, weißt du? Aber eines steht fest, auch wenn es etwas dauert, die Wissenschaft triumphiert. Ja, das stimmt schon, aber wir gehen jetzt direkt mal zu den Efeu-Türmen. Ah,
Zwei beeindruckende Türme mit einem kolossalen Baumriesen dazwischen, von zahllosen Pflanzen völlig überwuchert. Klemmnerwerk. Die Geister haben anscheinend alle Maschinen der Türme lahmgelegt. Bringe den Wassergenerator wieder zum Laufen, sonst ist Essig mit der Finstermond zu. Oh, das ist nicht gut. Unser Abenteuer führt uns an einen neuen aufregenden neuen... Warte mal. Uns an einen neuen aufregenden neuen Ort. Uns an einen aufregenden neuen Ort. Freust du dich schon, Luigi? Na klar. Ha, sehr schön. Es ist immer wieder erhebend, so viel Tatendrang zu sehen. Keine Angst, du wirst noch genug zu tun haben. Der Spukplage muss ein Ende gesetzt werden. Und dafür gibt's nur einen Weg. Wir müssen den Finstermond wieder ganz zusammenfügen. Mein Paraskop hat das nächste Stück irgendwo in jedem Bein Efeutüren geordnet. Sie sind schon lange verlassen und bersten nur so vor exotischen Pflanzen und Geistern. Und leider sind sie auch recht verfallen. Nicht mal das Wasser kann mehr ungehindert fließen. Freunde, nicht das Wasser! Wenn wir doch nur einen Klempner zur Hand hätten. Och ja, haben wir ja. Die Efeutürme verfügen über ein komplexes Leitungssystem, das alle Maschinen antreibt. Daher musst du als erstes dafür sorgen, dass der alte Wassergenerator wieder läuft. Aye, aye, Captain. Beep, 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 beep. Beep, 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 beep. Beep, 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 beep. Da geht's also entlang. Okay. Ach ja, und hatte auch Ausschau nach neuen Geisterarten. Versteht sich von selbst, oder? Viel Glück, mein Lieber. Thanks a lot. Alright, rein geht's. Ins Abenteuerland. In das Abenteuer. In die Efeutürme. Erstes Kapitel. Hier soll ich mich auch ganz gut umgucken. Weil teilweise ist es gar nicht mal so ganz einfach, wie ich mitbekommen habe. Alle Buße finden. Von daher umschauen. Ah, oh, sieht epic aus. Yay! Ach komm, Luigi. Außenwall. Inspiziere den Generator. Junge, die Mucke ist ganz schön bedrohlich. Warum ist die Mucke so... Hä? Warum ist die eine Blume schon offen gewesen? Ja, okay, der Schlüssel war ja echt einfach zu finden. Warum bist du offen? Warum warst du offen, liebe Blume? Hm, man munkelt. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Kann ich in das Loch hier reingucken? Wow, tschüss! Junge. Richtiges Goldbarrenparadies hier, nicht wahr? Junge, das hat sich definitiv gelohnt. Schlüssel gefunden. Geld gefunden. Goldbarren. Was will man mehr? Also Luigi, mach das Schloss auf. Tschüss. Hallo, ich bin der Klempner. Mich hat keiner gerufen. Was bist du für eine Pflanze? Oh, eine Stachelkugel. Wozu gibt es diese Stachelkugel? Die werden wir ja wahrscheinlich irgendwo für gebrauchen, nicht wahr? Irgendeinen Grund dafür wird es ja wahrscheinlich geben, nachdem wir das Geld hier eingesammelt haben. Hallo, paar Münzis, die hier noch liegen. Und wahrscheinlich muss man daran einfach drehen. Das ist ja, glaube ich, kein großes Geheimnis, würde ich einfach mal so behaupten. Okay, was ist hier in der Tür? Kein Schlüssel, aha. Da kommen wir also noch nicht rein. Wozu brauchen wir den Stachel, frage ich mich. Wozu ist der Stachel da? Wahrscheinlich müssen wir den ja irgendwo gegenhieben. Und die Pflanze können wir doch safe gießen. Geht's hier rein? Warum geht's hier rein? Oh, hallo? Kuckuck. Ey. Echt jetzt? Ich dachte, wir kämpfen gegeneinander. Warum ist die Musik hier so bedrohlich? Also ich feiere das, ne? Das ist cool, aber trotzdem. Ich weiß nicht, warum das so ist. Der nächste Schlüssel, wahrscheinlich für links außen. Hey, hey, let's go. Wie kriegen wir den dann wieder zum Laufen? Einfach mal gegenhauen. Achso, Igitt. Igitt, was geht, Meister? So, so, ja, ganz wie befürchtet. Der Wassergenerator selbst scheint in Ordnung zu sein. Warte mal, selbst scheint in Ordnung, aber die Leitungen sind verstopft. Sieh dich doch mal bei der Pumpstation auf dem Dach um. Ja, wie komme ich denn? Inspiziere den Generator, check.
Aha. Aha. Was finden wir denn hier auf Anhieb? Ja! Woo! Das fällt alles auf dich zurück. Leg dich nicht mit dem Boomerang an. Bist du ein Frisbee oder wie? Du meinst doch, du bist ein Frisbee, oder? Haben die jetzt... Ah, 25 Leben haben die jetzt hier sogar. Geil. Boing, 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 boing. Guck mal, man kann so geil campen bei diesen Buhus. Die haben echt gar keine Chance abzuhauen. Das ist so geil. So, lieber Buhu. Es ist mir eine Ehre, dich direkt gefunden zu haben hier vorne. Schon so ein bisschen random, bin ich ehrlich. Aber nimmt man mit, nicht wahr? Okay. Also auf dem Dach sollen wir uns umgucken. But how? Guck mal, durch die Tür kommen wir nicht durch, aber wenn wir ein bisschen rumbacken. Das ist bestimmt noch irgendeine Fähigkeit, die wir im Laufe des Games freischalten. Ich habe mich ja einmal im letzten Part gefragt gehabt. Guck mal hier. Woo! Goldbarren! Thanks! Wozu kann ich an diesem Ding so schnell drehen? Hey, Memo. Ah, wir können ja aber erst rüber, sobald Wasser fließt, jetzt check ich's. Cool. Schlüssel war ja wahrscheinlich hierfür. Ja. Oh, es ist immer schön, wenn man auf Anhieb solche Rätsel löst. Das ist so ein befriedigender Moment. Für solche Momente spielt man Luigi's Mansion. Wow, hey, Froschis. Thanks for the Münzen. Thanks a lot, little frogs. You are so kind to me, you know? Okay, ja, wie kommen wir aufs Dach? Wenn ich rappe, ist die Kuh auf dem Dach. Hey, und der Knochen. Ja, wie kommen wir erst rüber, wenn Wasser fließt? Also das bedeutet, ja, auf dem Dach, aber wie komme ich dann noch rüber? Warte mal, daran kann man ziehen, oder? Aha. Okay, das muss man wahrscheinlich früher oder später freimachen. Genau. Wozu ist diese Stachelkugel da? Hallo? Okay, das war gar nicht mal so gut. Wozu war diese Stachelkugel da? Ha, wie kommen wir denn... Ja, wie komme ich denn da nach oben, Mann? Ist hier ein Fahrstuhl? Exzellente Frage. Wir kommen links rüber. Ah, warte mal. Wahrscheinlich können wir die Wand damit zerschießen, oder? Okay. Nee, das war nicht gut. Nee, auch nicht so gut geschossen. Neues bitte. Thanks a lot. Habe ich mich wohl getäuscht, aber wofür denn dann? Oh nein, die armen Blumen! Hätte man die nicht irgendwie gießen können? Eventuell? Hi, Froschi. Danke für deine Münze, Froschi. Ist hier vielleicht irgendwo was? Nee, mit der Dunkellampe auch nicht, okay. Ja, gutes Rätsel, ne? Das ist wirklich ein gutes Rätsel und ich weiß ehrlich gesagt aktuell nicht, wie es weitergeht. Ah, Bingo. Okay, ja, manchmal ist das Leben doch einfacher, als man denkt, nicht wahr? Woo. Oh, Gewächshaus, hello. Aui. Ey, da wurde ich mies geprankt, Mann. Oh. Thanks for das Herz. Wo werde ich jetzt nochmal geprankt? Ey, du Hund, du Hund! Ja, 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 ja. Ja, bist du zu feige jetzt gegen mich zu kämpfen, was? Jetzt, wo du meinen Schreck weg 0915 siehst, scheißt du dich ein, was? Ist immer wichtig, wenn man jemanden droht, danach was zu sagen. Erst dann ist man kredibil. Oh, hey! Ah. Guck mal, das Ding kann ich nicht wegsaugen.
Oder einsaugen, aber wie dann? Wenn er angreift? Nope. Huh. Wie bekomme ich sein Schild weg? Nee, okay. Aha, doch, wenn er angegriffen hat. Let's go! Tja, du denkst, du wärst es gewesen, oder? Oh, der nächste Angriff. Oh nein, was? Haha, Junge, das ist brutal. Das ist gar nicht mal so einfach. Greif mich an. Nein! Oh Mann, man hat voll wenig Zeit. So, next one. Cool. Greif an, greif an. Ja! Die finde ich am schwierigsten bisher zu erledigen. Okay, das war nur dieses Dreier-Team hier. Schwanger. Oh no, das wollte ich gar nicht kaputt machen. Nicht, dass es jetzt irgend so ein antikes Vasenstück gewesen ist. Das wäre unangenehm. Okay. Gibt's jetzt hier irgendetwas? Tatsächlich eine Treppe, die uns eventuell hilft. Wasserdruck, oh Wasserdruck, bitte. Hab viel, wow, Druck, Druck. Okay, ein Heart nimm mal mit, ne? Was sehen wir hier oben? Genauso wie Ember. Oh, hey. Nein, bleib hier. Oh, Geld. Ich mache mein Para illegal. Woo. Eine goldene Fledermaus, die wir jetzt einfach mitnehmen. Was haben wir hier? Nix. Okidoki, Artischoki. Ich glaube, wir haben, wir sind auf einem guten Weg eventuell. Wow. Hi. Oh, Emma. Ich bin der Klempner. Bitte ignoriert mich. Ich habe gar nichts getan. Ich mache nur meinen Job. Ich habe nur meinen Job gemacht, versteht ihr? Ich existiere gar nicht. Okay, ich glaube, diese Stachelkugeln sind dafür da, denen das Maul ordentlich zu stopfen. Oh. Ich bin normalerweise keine Pflanzenmörder, aber ihr lasst mir keine andere Wahl. Denn ich bin nur der Klempner. Fries, Schluck, Schnecken. Tschüss. Kreativ, kreativ. Oh yeah. Oh yeah. Das waren aber keine Geister. Das waren ja einfach gefährliche Pflanzen. Wow. So, wofür ist das der Schlüssel? Ich frage einfach so für ein Schulprojekt. Ah, guck mal, hier. Können wir auch wieder Minimalwasser aufdrehen? Es tropft schon mal zumindest ein bisschen. Brrr. Ich wurde nicht gerade wirklich ernsthaft so geprankt, oder? Echt jetzt? Ich finde Spider-Ray geil, wie das gesamte Level über diese bedrohliche Musik bleibt. Insane. Kann man nicht anders sagen. Okay, dann laufen wir hier nochmal durch. Ist ja kein langer Weg. Ist hier bei der Ray irgendwas? Gar nichts. Okay. Ihr hättet ja sein können, dass hier irgendwas ist. So, diesmal fallen wir nicht runter. Luigi's Mansion, aber es ist ein Tron-Level. Oh, hey. Das sieht gar nicht mal so gesund aus, was die Vögel da tun. Ich glaube, die haben zu viel Koffein zu sich genommen. Also Leute, nach Crazy Bird sollte man nicht 100 Energies hören. Tschüss! Als ob man nicht hier einfach durchsprinten kann. Tatsächlich, ja. Kein Problem! Oder Luigi, was sagst du? Für uns ist das natürlich kein Problem. Forschungsraum. So, jetzt kann ich dich einsaugen. Die Goldmaus hat ja erstmal Prio. Lieber Pumpergeist, tut mir leid. Ja, du weißt ja. Goldbarren, Goldbarren und ich, wir sind Freunde. Best friends forever, best friends. Hallo?
Ich wollte gerade sagen, warum habt ihr eure Schaufel verloren? Attackier mich! Oh oh! Ich wollte eigentlich beide Pumpergeister direkt einsammeln. In meinem jugendlichen Leichtsinn. Oh, Junge, 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 das gibt viele Goldbarren. Aua, ist in Ordnung. Ja, es gab in diesem Level so viele Goldbarren, das ist ja so strong. Guck mal, wir sind schon bei, ja, fast 450 Tacken. Strong. Aha, guck mal, Blumen. Blumerinos gefunden. Hoppala. Können die auch gegossen werden? Oder kann ich die wieder einsaugen? Nee, nee, vielleicht kann man die gießen. Dann wäre das ja voll stupid gewesen, die einzusaugen, oder? Botaniklabor. Das sieht nach einem sehr, sehr einladenden Labor aus. Was bist du? Guck mal, da ist doch ein Juwel! Aber wie komme ich da ran? Wir haben bisher auch noch kein einziges Juwel gefunden. Kann aber natürlich auch sein, dass die erste Mission einen Ticken länger ist. Aha. Ich wusste es, dass man an dir saugen kann. Hä? Ah, das Ding kann ich aufboosten. Das ist wie so eine Art Ballon. Luigi, diese Gummifrucht, die du da angesaugt hast, kannst du die nicht zu einem Heißluftballon umfunktionieren? Ach, guck mal. Ich hab's gecheckt, bevor er mich angerufen hat. So ein Checker bin ich, ja? Hui! Oh oh. Ja, dann sliden wir direkt mal hier hin, ne? Oh oh. Bro, dein Ernst? Land doch zumindest drauf, dort, wo wir hin müssen. B, 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 O, B, O. Guck mal, da sind zwei Goldbarren. Die würde ich eigentlich auch gerne mitnehmen. Okay. We made it. Kann man das Ding auch wegpusten, indem man es einfach einsaugt, oder? Hm. So, eingesogen, damit wir hier reingucken können. Oh! Hört ihr das raus? 100 Energies, 100, 100 Energies. Ey, das wäre, ey, Nintendo! Das wäre doch nicht nötig gewesen, das hier reinzupacken ins Game. Ich fühle mich geschmeichelt, Nintendo. Das ist lieb von euch. Wie machen wir das denn? Hm. Echt jetzt? Ganz nach unten? Warte, da kann man doch einfach von hier hochfliegen, oder? Boing, 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 boing. Boing, 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 boing. Und es hat tatsächlich funktioniert. Das ist auch eine sehr coole Mechanik, muss ich sagen. Kann ich mich auch gar nicht mehr dran erinnern. Pumpstation. Freunde, wir sind im Gym angekommen. Im Jimmy. In der Pumpstation. Gruß. Oh, guck mal, was gefunden. Ey, Bro, ich wollte hier gerade... das willst du spüren. Weil ich wollte mich erstmal um anderen Stuff kümmern. Hä? Keine Ahnung, wie das passiert ist. Random, aber egal. Nehme ich an. Was ist in dieser Truhe? Das hat sich gelohnt. 95! Stark, wie Tony. Ah, das geht weg, sobald man nicht mehr draufsteht. Okay. Oho. Ja, was finden wir hier? Ein Pfeil nach links. Ja, und jetzt? Ach so, das war, ich glaube, das war nur als Hinweis für die Truhe. Für die Truhe. Jackpot Reno. Oder kann ich von hier aus blitzen? Eigentlich schon, oder? Yeah! Okay. Was nun? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe nicht, was zu tun ist.
Ja, und dann? Ich verstehe. Hä, was ist denn zu tun? Ich würde es gern verstehen, aber ich verstehe es nicht. Guck mal, rechts, kein Problem. Links sieht ein bisschen schwieriger aus. Ja, aber was denn? Hä? Ich verstehe dieses Level nicht. Da ist ein Timer. Ah, guck mal, rechts ist fertig. Oder nicht? Ich verstehe das nicht. Muss ich mit links anfangen? Ist jetzt ready? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe dieses Level bisher nicht. Hä? Was muss ich denn mit diesem Drecksding? Brrr, Moment, das kann ich jetzt hier drauflegen. Ach so, ich muss alle gleichzeitig. Moment, jetzt habe ich es verstanden. Hat ein bisschen gebraucht, sorry Freunde, aber jetzt habe ich es verstanden. Nee, ist zu einfach. Ja, wir bräuchten halt Wasser da drin. Mit Wasser können wir halt eine Art Gewicht herstellen. Kann man das Ding mit dieser ekligen Krütze, die da rauskommt, hier irgendwie füllen? Aha! Oh, lol, das geht ja tatsächlich. Und jetzt ist das Ding schwer genug, nicht wahr? Moin. Aha. Jetzt muss man es nur noch hinbekommen. Guck mal, die beiden waren jetzt an. Die aber nicht, weil man das aus dem Winkel... Ach, Bro, natürlich. Warte, Freunde, jetzt habe ich's. Es hat lang gedauert zu checken. Ah, jetzt habe ich's. Jetzt habe ich's endlich gecheckt. Das Ding muss hier vorne drauf und nicht hier hinten. Ich hoffe, dass es jetzt richtig gewesen ist. Ja! Ich glaube, wir haben's, oder? Oder kriegen wir jetzt einen Tipp, weil wir so bad sind? Hä, da alles klar. Will sie nicht anspringen? Hier ist es mit einem kleinen Blitz nicht getan. Halte A gedrückt. Ah! Jetzt haben wir's? Boah, was eine Geburt war dieses Gerät bitte. Wow. Wow. Waluigi. Großartig. Einfach nur großartig. Endlich können wir das Level weiterspielen. Das war eine anstrengende Geburt. Guck mal, wie die Geifer sich freuen. Das ist doch süß. Warum wollen wir die einfangen? Repariere die Dachpumpe. Wie lang ist dieses Kapitel eigentlich? Ganz schön lang. Echte Facharbeit, mein Bester. Man könnte meinen, du hättest sowas gelernt. Langsam scheint alles wieder ordentlich zu fließen. Sekündchen bitte. Ich tele... Ah, okay, das war's mit dem ersten Kapitel. Wir haben aber leider, das muss man sagen, kein Juwel bisher gefunden. Was passierte? Weihnachtsmann, bist du's? Gesunde Ernährung ist das A und O, nicht wahr? Ich dachte, ich kann den Part beenden. Ich bin in der Vorproduktion, du Geier. Oh Gott, das ist ja richtig schwer, den zu kriegen. Ja, das war klar, dass das passieren wird, ne? Aber das heißt schwer, also... Ja, der ist wirklich schwer. Echt jetzt? Für den nur 3 Münzen? Also jetzt, Igitt, jetzt hol mich zurück, bitte. Bevor noch was anderes passiert. Eine kleine Zugabe, wie diesem Rollmops von einem Geist, hast du es gezeigt. Jetzt geht's aber wirklich zurück. Festhalten. Junge, let's freaking go, Alter. Okay, okay, okay. Igitt, wie habe ich mich angestellt? Oder wie hast du mich angestellt? Je nachdem, weiß er nicht.
So, was? 19 Minuten? Ja, das war ordentlich lange. Boah, wirklich? Ja, weil wir zu viele Herzen verloren haben und wegen der Zeit, ne? Ärgerlich. Aber Freunde der Sonne, ey, das war doch ein krasser Part, nicht wahr? Aber zuallererst geht's erstmal zurück zu Ingrid. Der süßen Holden Maid. Beep, bu, bu, beep, 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 bu, bu, beep. Let's go back. Tschüss. Ganz hervorragend, Luigi. Schnell, schauen wir uns diesen neuen Geist mal näher an. Oh. 45 Wunzen. 9 Buhu gefangen. 807 Gold. Das war sehr strong. Also bald haben wir wieder ein neues Upgrade für unseren Schreck weg. Okay. Da soll mich doch der Rabe zwacken. So einen Geist habe ich ja noch nie gesehen. Und deine Klempnerfacharbeit war auch nicht zu verachten. Wenn's mit der Geisterjagd nicht hinhaut, kannst du ja in die Sanitärbranche einsteigen. Jedenfalls läuft das Pumpsystem in den Efeutürmen fast wieder perfekt und ich habe auch eine ganz tolle Neuigkeit zu unserem Finstermondstück. Aber wieso legst du nicht erstmal ein Päuschen ein? Du siehst ein wenig begossen aus. Meinst du? Freunde, das ging nach einem guten Vorschlag, oder? An der Stelle kann ich sagen, abonniert den Umlautmann! Danke an die Elite-Umlaut-General-Member Bussi the Dark Empire, Cybex Games, Maria, Klandampir, Svensemann, Florian, Wolfgang und Chaos Marcel P. Und natürlich auch an alle anderen, die auf diesem Channel aktiv sind. Danke für euren Support, bis zum nächsten Mal. Cheerio, bye bye!